5 vor 9 haben wir es. Guten Morgen. Ja, 5 Millionen Kunden in Deutschland sollen von der FTI-Pleite, dem drittgrößten Reiseveranstalter in Deutschland, betroffen sein. Unfassbar, um welche Summen an Geld es da jetzt gehen muss. Der Reiseriese konnte trotz intensiver Verhandlungen nicht vor der Insolvenz gerettet werden. Die Urlauber sitzen jetzt vor dem Scherbenhaufen. Was ist zu tun? Was kann man als Kunde von FTI jetzt machen? Unser Anwalt für Reiserecht hat den Weg ins Studio gefunden. Guten Morgen, Ruzbi Karimi. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, was bedeutet das denn jetzt für die FTI-Reisenden? Also es bedeutet als erstes ganz klar, jeder, der eine Pauschalreise gebucht hat, der ist grundsätzlich abgesichert. Also der Reisepreis, Anzahlung, Restzahlung ist abgesichert. Das Geld bekommt man über den Fonds wieder zurück. Aber alle die, die eine Einzelleistung gebucht haben, Mietwagen, Camper, nur ein Hotel etc., da muss man leider sagen, ist das Geld wahrscheinlich weg. Mhm. Gibt es irgendwas, was die jetzt noch tun können? Also die, die nicht pauschal gebucht haben, sondern also gibt es da noch irgendeinen kleinen Schlupfloch? Hast du noch was für uns oder ist also, das wirklich? Ja, man kann tatsächlich natürlich, also oder andersrum: Wer überwiesen hat, da ist das, da kann man nichts mehr machen. Mhm. So. Aber wer über einen Zahlungsdienstleister bezahlt hat, wer mit einer Kreditkarte bezahlt hat, der kann natürlich schauen, ob er jetzt noch mal dieses Chargeback-Verfahren starten kann. Das klappt auch in der Regel ganz gut. Über einen Zahlungsdienstleister einen Fall eröffnen, dann kriegt man auch darüber recht gut das Geld zurück. Aber man läuft in das Risiko rein, und das ist ganz vereinzelt zuletzt vorgekommen, aber in der Masse nicht, dass der Insolvenzverwalter das Geld zurückfordert. Weil man entzieht ja damit eigentlich, streng rechtlich, der Insolvenzmasse Geld. Ah, okay. Ja, deswegen, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Was mache ich jetzt? Ich habe bei FTI gebucht, sitze auf Malle im Hotel. Jetzt kommt die Meldung, die sind jetzt übrigens pleite. Was passiert mir denn jetzt? Es kommen tatsächlich auch bei mir immer mehr Meldungen rein von Urlaubern, die berichten, dass sie jetzt vor Ort noch mal einen Geldbetrag nachbezahlen sollen, weil sie ansonsten vor die Tür gesetzt werden. Okay. Ja, da gilt natürlich als erstes Ruhe bewahren und auch versuchen zu deeskalieren. Notfalls kann man oder muss man am besten natürlich mit Rücksprache mit dem Fonds, aber seien wir ehrlich, das wird nicht funktionieren gerade. Ja. Notfalls bezahlt man diesen Betrag oder sucht sich kurzfristig ein Ersatzhotel. Mhm. Wichtig ist aber, dass ich diese Rechnung oder diese Quittung unbedingt aufbewahre. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute damals bei Thomas Cook das Geld nicht wiederbekommen haben, weil sie da irgendwie plötzlich in bar bezahlt haben und keine Quittung bekommen haben. Aber ohne Quittung kann ich das Geld natürlich nicht wieder einfordern. Wir haben auch eine Grafik da. Vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz, was wir da sehen, was das mit diesem Sicherheitsfonds auf sich hat. Genau, das ist jetzt das neue System in Deutschland mit dem Reisesicherungsfonds. Die Reiseveranstalter ab einem Jahresumsatz von 10 Millionen müssen in diesen Fonds einzahlen. Das Zielkapital sind 750 Millionen, das ist erreicht. Das heißt, in diesem Fonds sind jetzt schon mindestens 750 Millionen Euro drin. Und jetzt wird sich zeigen, wie viel davon für FTI dann jetzt quasi drauf geht. Mhm. Und der eigentliche Skandal in der ganzen Geschichte ist, diese FTI-Pleite ist alles andere als überraschend. Ja, okay. Also die hatten Staatsschulden oder Staatskredite aufgenommen im Wert von knapp 800 Millionen Euro. Davon haben sie einen Bruchteil wieder zurückbezahlt gehabt, im Gegensatz zur Lufthansa, zu TUI und so weiter. Ja. Und jetzt gestern schwirrte die Zahl 200 Millionen Fehlbetrag drin. Also das ist nicht eine knappe Kiste gewesen, sondern die sind ganz knallhart sehendes Auge in die, gegen die Wand gefahren. Und der Skandal ist, dass alle anderen Reiseveranstalter diese Suppe nun auslöffeln müssen, weil sie den Fonds jetzt natürlich wieder füllen müssen mit frischem Geld. Das heißt also, wir müssen als Verbraucher uns darauf einstellen, dass Reisen teurer wird. Absolut. Also ich meine, die Reiseveranstalter zahlen das natürlich nicht irgendwie aus eigener Tasche, sondern das Geld, was in die Versicherung geht, holen sich die Veranstalter bei uns wieder. Und das zeigt sich auch jetzt schon. Wir haben bei den Umsatzzahlen schon die Vor-Corona-Statistiken eingeholt. Mhm. Also beim Umsatz der Veranstalter. Aber im Verhältnis dazu verreisen viel weniger Menschen. Mhm. Ja, das heißt, Urlaub ist insgesamt teurer geworden und das können sich einfach schon jetzt nicht mehr alle den Urlaub leisten. Echt ein Wahnsinn, auch ein Wahnsinn für die 11.000 Mitarbeiter von FTI. Was passiert mit denen? Absolut. Also die Mitarbeiter, die zumindest in Deutschland angestellt sind, die werden jetzt noch 3 Monate ihr Gehalt bekommen über den Insolvenzverwalter, über das Amt und müssen sich dann natürlich umschauen. Mhm. Da schielen wahrscheinlich gerade auch die großen anderen Veranstalter natürlich schon drauf, dass sie einen guten Teil der guten Struktur von FTI übernehmen.
Aber ein Teil davon wird sicherlich sich noch mal komplett umschauen müssen. Usbek Karimi, unser Anwalt für Reiserecht über die Pleite von FTI. Vielen, vielen Dank, dass du da bist heute. Gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.